Aber anscheinend haben die Dorfbewohner alle keinen Beruf. Das ist eigentlich perfekt. So kann ich denen Berufe geben. Bekommt überhaupt jemand den Beruf? Ja, ich sehe ihn da hinten. Da ist er ja. Unterhose. Ja, und was haben wir da? Ist jetzt Reparatur 1. Denk mal, ich habe jetzt ein bisschen gut ausgeleuchtet. Also klar, da hinten ist halt eher mau, würde ich jetzt sagen, da hier in dem Teil. Aber ich glaube, das ist fürs erste Mal in Ordnung zum Ausleuchten. Ja, warte. Wir haben 1, 2. Oh nein. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. 1, 2, 3 Glocken oder was? Dann ist nämlich auch noch eine. Ja, 3. Wir haben 3 Glocken in einem Dorf. Das ist wow. Impressive. 1, 2, 3. Oh nein, hier ist ein komischer Typ gespawnt. Och nee, was willst du denn schon wieder hier? Ja, genau deswegen schlachte ich ihn ab. Genau aus diesem Grund schlachte ich ihn ab. Wegen den Angeboten. Kaputt zurück. Yes, willkommen zurück. Es ist schon etwas passiert, muss ich schon sagen. Ich bin auch stolz darauf. Ich habe es halt einmal verschissen. Ich habe halt, wie gesagt, jeden Villager komplett eingebaut. Das bedeutet, er verliert seinen Laufweg und auch seinen Beruf. So, wir hatten wieder keinen Ding, Villager. Wie heißt er hier? Reparatur. Ich habe dann die ganze Zeit versucht, diesen Easy und, wie heißt der andere, habe ich seinen Namen mir nicht gemerkt. YouTube Random, genau. Das ist, glaube ich, ein Moderator von ihm oder sowas. Die sind beide hierher gekommen. Ich habe dann die ganze Zeit versucht, mit meinen drei Tischen hier. Ich habe noch zwei. Einer ist jetzt hier drinnen. Hab versucht, die ganze Zeit die Reparatur zu bekommen. Hab's dann eigentlich recht schnell bekommen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier, wenn ich da draufklicken könnte, hier Reparatur 1 für 12 Smaragde. Das kann man noch sinken, indem man diesen Villager einmal zombifiziert und dann wieder heilt. Dann wird er billiger. Ich weiß noch nicht, wie viel billiger, aber er wird auf jeden Fall billiger. Und wenn wir hier einen Raid starten und dann wir gewinnen, dann kriegen wir ja Dorfheld. Und dann bekommt dieses Dorf halt die ganze Zeit diesen Effekt. Und so ist auch nochmal alles billiger. Also können wir sagen, es ist ein ziemlich guter Trade. Easy hat, glaube ich, schon das erste Buch sich hier tradet. Ihr seht schon oben der Balken einmal voran. Gekommen und ja, ich versuche dann diesen Villager weiter zu maxen, falls ich dann genug Smaragd habe. Ich muss jetzt, wie gesagt, wieder zum Spawn laufen und ich habe ja kein TP-Command oder sowas recht, deswegen muss ich. Oh, falsche Richtung, das war jetzt echt peinlich. Ich muss jetzt einfach in die Zone 3 reinlaufen, werde dann zum Spawn teleportiert und kann mir dann alles aus meiner Nether-Chest holen, weil ja, ich habe ja leider auch keine Enderperlen und auch keine Blaze-Rods. Hier, du näherst dich einer anderen Zone und da bin ich. 070 in 0 spawnt man wieder hier. Yes, ich bin wieder am Spawn. Endlich, das hat echt lang gedauert. So, jetzt erstmal alle meine Emeralds holen. Das bedeutet, ich kann mir zwei Bücher holen, weil der 1 kostet 12. Ich habe zwei. Ich habe hier Dias, die nehme ich mit. Ich nehme generell jetzt einfach vieles mit, glaube ich. So, ich muss jetzt von dem Spawner hier aus, von den 2000 und 0, muss ich jetzt 1000 Blöcke in die Richtung laufen, dann bin ich bei mir. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das ist ziemlich cool. Wir traden jetzt und mit unserem Lieblings-Villager, wenn er traden will. Dahin. Er lebt auch noch sogar. Perfekt. Hier. Komm her, du geile Sau, du. Reparatur. Reparatur. Perfekt. Wir haben zwei Reparatur. Oh, perfekt. Jetzt können wir dann gleich eine Dia-Brust uns craften. So, Dia-Brust. Ich weiß nicht, was ich sonst noch craften soll. Ich habe jetzt noch sechs Dias. Ja, Schwert und. Und Helm oder sowas, ja. Ne, Helm geht gar nicht. Ja, okay, vergiss es. Schuhe. Jetzt wird ein Netherportal gemacht, angezündet und hardcore gehofft, dass wir einfach in der Festung spawnen. Das wäre natürlich das Beste, aber ja. Ihr wisst ja die Chancen. So, Netherportal wurde gebaut. Aua, danke für den Fallschaden. Anzünden. Yes. Okay, also ich hoffe, ich sterbe halt nicht instant, ne? Oh, es regnet gerade. Ich glaube auch, ich habe auch Phantome über mir. Das ist nicht so geil. Aber ich muss einfach nur Holz farmen. Für meine Bücherregale. Ihr seht, ich habe 14 Stück. Mir fehlen bisschen, so kleines bisschen Holz fehlt mir. Ich glaube, mir fehlt zwei Holz, aber ich werde ein bisschen mehr farmen, weil sonst habe ich halt gar nichts mehr. Genau, und dann wird überall hier eine Fackel hingepackt. Da kommt der Zaubertisch hin. Komm, 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 komm. Yes. Wo ist er, 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 wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Och nein, ich habe ihn in der Ender Chest. Ich hasse mein Leben. Okay, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht, ohne Spaß. Eine halbe Stunde. Nichts, gar nichts. Okay.
Ich mache jetzt diesen Vorschlag, ich habe jetzt einfach nur eine Notroute. Eigentlich reicht es für eine Ender Chest. Ich zische komplett ab, ich gehe durch dieses Portal, lande jetzt bei Easy und werde instant wieder wegteleportiert, ist mir eigentlich egal. Keine Ahnung. Und rein da. Und warum ist jetzt hier ein Netherportal? Es ist halt einfach, es ist wirklich halt direkt, also hier ist wirklich der Mittelpunkt und genau da ist ein Netherportal. Was halt zu einer Festung führt, kann das sein? Ich will jetzt nicht da nicht reingehen, weil bevor ich dann wieder woanders rauskomme, ne? Ich wollte so in der Ender Chest reingucken, weil da habe ich schon wieder mein ganzes Zeug drin, ne? So, jetzt habe ich nämlich eine eigene Ender Chest. Ich nehme auf jeden Fall das Wichtigste mit. So, wir befinden uns in meiner Hütte. Also, die jetzige Hütte. Ich werde dann irgendwann noch das Safe mehr was bauen, aber zuerst wohne ich mal hier. Keine Ahnung, bis ich ihn ausgebaut habe, dann kann ich da hinziehen, ne? Ich habe keinen Plan, wo wir waren letzte Folge. Das ist jetzt auch schon 2 Tage her. Ich habe auch den letzten Tag gestreamt. Ich habe aber nichts gemacht im Stream, außer ein paar Dias gefarmt. Ihr seht schon, ich habe Dia-Rüstungsteile. Aber die sind auch nicht krass verzaubert. Ich habe halt, wie gesagt, nur Level gefarmt. Ich habe Dias gefarmt. Habe mir eine Spitzhacke verzaubert. Ihr seht ihr Glück 3, Effizienz, Reparatur. Reparatur habe ich mir gekauft. Das haben wir in dem Video aber schon gesehen, glaube ich. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich komme nämlich echt durcheinander, weil ich so viele Videos schon im Voraus plane. Ich habe noch kein einziges Video hochgeladen, aber habe schon 5, glaube ich, geschnitten. Naja, auf jeden Fall. Wollte ich euch mal zeigen, meine Ender Chest. Ihr seht hier 15 Dias. Ich habe einen Dia-Helm. Ich habe Dia-Schuhe. Ich habe ein Schwert noch. Und wenn wir irgendwie Schaufel oder Axt brauchen, können wir das später einfach machen. Ich habe jetzt nur noch 15 Dia übrig gelassen. Wie gesagt, falls ich irgendwas haben will. 13 haben wir auch noch nicht verzaubert, mal gucken. Ich wollte heute ein bisschen verzaubern, also ein bisschen Level Farm im Nether. Wir haben auch ein Nether-Portal da hinten schon. Und ja, Zaubertisch habe ich glaube ich hier noch aufgestellt. Den habe ich vorhin nicht, glaube ich, gehabt in meinem Video. Und ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir irgendwie gute Enchantments bekommen. Ja, Feuerschutz ist jetzt nicht so nice, ne? Plünderung 3 könnte ich machen, das ist aber risky, aber ich glaube, ich mache es halt einfach. Oder so, mach mal Sog 3. Mach mal auf den Dreizack Sog 3. Farmen uns jetzt Level und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, wenn ich Level 30 bin oder irgendwas Wichtiges finde. Oh, let's go. Die letzten Erze, dann bin ich Level 30 hier. Komm. Ich weiß nicht mal, was ich verzaubern wollte, aber. Ja, komm, gönn. Level 30, let's go. So, ich bin jetzt zurück vom Nether. Meine Kiste ist. What? Alles klar, meine Kiste stand offen. Finde ich gut. Anscheinend hat da jetzt jemand gerade gelootet. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Quarz mitgenommen, ja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, das reicht. Wir gehen jetzt auf Full YOLO mit Level 30 da rein und hoffen, dass wir nur Sog bekommen. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen belastend. Wasserläufer. Wasseraffinität auf gar keinen Fall. Haltbarkeit. Ja, okay. Nee, nur Sog ist schon dezent schlecht, deswegen tue ich den hier rein und ich denke mal, wir farmen weiter Level. So, wir setzen mal diese komischen Komposthaufen-Dinger hier weg hier. Ich weiß echt nicht, welcher Entwickler darauf gekommen ist, sich mitten auf dem Feld zu stellen. Das ist ja überhaupt nicht nervig oder so. Und auch nicht gar nicht Platz verschwendend, aber egal. So, wir pflanzen das an. Komm. Ey, oh, ich wollte gerade sagen, meine Hake verliert Haltbarkeit, aber ich habe sie wieder dazu bekommen, passt. Aber ohne Spaß, diese Felder bringen halt so viel. Schaut mal mit meinem Inventar an. Ich habe jetzt hier einfach 4 Stacks bekommen aus 2 Feldern. Und das kam das. Ich habe ja noch. Wie viel war das? Ich habe ja, glaube ich, noch ein Stack Knochen. Das kann ich auch gleich verwenden. Als ob hier jemand wohnt. Lol. Nicht mal gemerkt. Okay, meine Kobbels. Habt ihr gesehen, das Kobbels da hinten ist kaputt gegangen, lol. Oh Mann, hier wohnt ja jemand. Also, ich muss sagen. Hier wohnt. Bum bum. Okay, eine ganz lange Zahl. Ich öffne mal die Kiste nicht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Platz ist jetzt nicht wirklich gut gewählt. Außer man liebt es so in der Wand zu wohnen, aber sieht bis jetzt in Ordnung aus. Nicht mal gewusst, dass hier jemand wohnt, als ob bei mir so viele Leute wohnen. Ja, er hat hier auch Felder, okay. Weil ich sehe hier random Bäume. Ey, Leute, bitte baut die Bäume komplett ab. Das triggert doch. Das triggert mich so hart. Das kann nicht sein. Das war laut. Holy, war das. Holy shit. Das war wirklich laut. Ich würde gerne wissen, wo das war. Und hier ist so ein komischer Typ gekommen. Und da ist ein Drowned, der ein. Nein, oh nein. Warte, nein. Lass ihn in Ruhe. Okay, das ist gar nicht verbuggt, wenn man mit dem Schwert hier rumschlägt.
Ey, du bist doch so dumm, was? Ach, Mann, was machst du da?